Yumiko Takahashi. Sie ist eine der wichtigsten weiblichen Mangaka in Japan und trägt liebevoll den Titel Die Prinzessin der Manga. Große Bekanntheit in Deutschland hat sie vor allem durch die Titel Ranma an Halb und Inuyasha erhalten. Auf diese beiden Werke von ihr werden wir im Verlauf des Videos nochmal separat zu sprechen kommen. Aber um den weltweiten Erfolg dieser Manga zu verstehen, müssen wir uns zuerst die Person dahinter ansehen. Denn nicht von ungefähr haben sich ihre Werke über 200 Millionen Mal weltweit verkauft. Alles begann 1957, als Rumiko Takahashi in der Stadt Niigata in Japan geboren wurde. Mit 17 Jahren war ihr Interesse an Manga relativ gering. Es bestand nur aus gelegentlichen Lesen und Kritzeln in Unterlagen. Erst wesentlich später als junge Frau wuchs ihr Interesse daran, Zeichnerin zu werden. Als größten kreativen Einfluss dafür nannte sie den Romanschreiber Yatsutaka Tsutsui. Dieser Mann ist für die Romanvorlage einer meiner absoluten Lieblings-Anime-Filme bekannt. Das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Als sie sich entschloss, ihren neuen Traum wahrzumachen, zog sie nach Tokio. Dort lebte sie in einem kleinen Studenten-Apartment in dem Stadtteil Nakano. Gleichzeitig trat sie der Universität bei und besuchte die Gekiga Songyuku, eine Zeichnerschule. Unter der Führung des legendären Mangakas Kazue Koike, der unter anderem für Lone Wolf in Cup verantwortlich war, absolvierte sie ein monatlanges andauerndes Training. Doch obwohl dieses tägliche zweistündige Training zusätzlich zu ihrer Uni-Aktivität und sonstigen Verpflichtungen dazu kam, war es für sie immer sowas wie eine weitere Club-Aktivität. Es machte ihr Spaß und war keine Belastung. Und trotz, dass sie zuvor nur wenig zeichnerische Erfahrung gesammelt hatte, schuf sie über die nächsten 2 Jahre hinweg mehrere hunderte Seiten von Zeichnungen. Und sie fühlte sich, als hätte sie endlich ihren Platz gefunden. Und mit den Worten ihres Senseis Koike, dass Manga von Figuren getragen werden und wenn diese gut geschrieben sind, der Manga automatisch ein Hit wird, fing sie ihre Arbeit an ihrem ersten Werk an. Urusei Yatsura. Doch bevor sie ihr erstes großes Werk veröffentlichen konnte, hat sie mehrere Short Stories veröffentlicht. Ihre erste war Katena Yatsura. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt war jedem bewusst, dass aus Rumiko Takahashi eine professionelle Mangaka werden würde und wurde sogleich für den New Artist Award nominiert. 1978 war es dann soweit. Ihre erste eigene Manga-Serie wurde in der Weekly Shonen Sunday veröffentlicht. Dort, wo Jahre später auch Detektiv Conan das Licht der Welt erblicken würde. Urusei Yatsura drehte sich um eine Invasion von Aliens auf der Erde, wo die Menschen an einem Spiel teilnehmen mussten, um nicht versklavt zu werden. Verantwortlich dafür Prinzessin Loom. Das Ganze war eine Sci-Fi-Komödie und legte mit dem Humor den Grundstein für alles, was danach folgte. Doch ihre erste Manga-Serie war kein sofortiger Erfolg. Nur langsam, aber sicher entwickelte sich ein Kult um die Serie. Doch Takahashi hatte Probleme, die Deadlines der Manga-Kapitel einzuhalten, weswegen sie sich in Form von 2 Assistentinnen Unterstützung geholt hat. Diese zogen zusammen mit ihr in ihre 14 Quadratmeter Wohnung. Takahashi musste in der Zeit in ihrem Schrank schlafen. Das Leben eines Mangaka ist hart und unfair, besonders wenn man noch nicht so bekannt ist. Immerhin dienten diese Lebensumstände als Inspiration für ihr Nachfolgewerk, Mason Ikkoku. Und obwohl ihre Eltern gegen diese Karriere waren, weil sie Angst hatten, dass ihre Tochter sich nicht einmal Essen leisten konnte, zog Takahashi es weiter und weiter durch. Und wie wir wissen, mit vollem Erfolg. 1980 erhielt sie sogar den Shogakukan Manga Award. 1981 wurde Urusei Yatsura als TV-Serie animiert. Und ihr eben bereits erwähntes zweites Werk war ebenfalls auf bestem Wege. Ja, Rumiko Takahashi war nicht mehr zu bremsen. Doch trotz des Erfolgs hat sich für Takahashi nichts geändert. Sobald sie sich an ihr Zeichnerbrett setzt, sieht sie nur das weiße Papier, welches es mit einer Geschichte zu füllen gilt. Über die Jahre hinweg hörte sie nie auf, weitere Kurzgeschichten zu zeichnen. Auch diese wurden als OVA animiert. Dann, als ihre Manga-Serie Mason Ikkoku mit 15 Bänden ihr Ende fand, musste etwas Neues her. Zu diesem Zeitpunkt hat sie noch nicht geahnt, welch durchschlagenden Erfolg ihr nächster Manga haben wird. Ausgerechnet eine Geschichte, die nicht in Japan angesiedelt war, sondern in China, verschuf ihr den weltweiten Durchbruch. Die Rede ist natürlich von Ranma an Halb. Mit 53 Millionen verkauften Exemplaren allein in Japan ist es bis heute ihr bisher erfolgreichstes Werk. Anders als die bisherigen Manga von ihr, verfolgte Ranma an Halb ein eher actionorientiertes Genre. Trotzdem blieb sie auch hier der Romantik und dem Slapstick-Humor treu. Besonders Slapstick ist für sie eine Art, um zu erkennen, ob der Leser den Manga mag oder nicht, weil es eine schnelle Reaktion hervorruft, nämlich Lachen. Und gerade das zu sehen, das erfüllt sie mit Kraft. Auch in Deutschland wurde Ranma an Halb ein großer Erfolg. Der Anime lief sogar zu einer der besten Sendezeiten. Leider blieben die guten Quoten aus und der Anime wurde versetzt. Auch in Japan musste der Anime nach über 140 Folgen aufgrund sinkender Einschaltquoten abgesetzt werden. Hierzulande wurde die Serie niemals vollständig synchronisiert. Leider verstarb der deutsche Synchronsprecher von Ranma, Clemens Ostermann, 2007. Der große Erfolg der Serie veranlasste Takahashi dazu, den Manga länger laufen zu lassen, als
sie es geplant hatte. Diese Tatsache bereut sie bis heute. 1996 beendete sie Ranma ½ und der Erwartungsdruck für ihr nächstes Werk war enorm. Deswegen schlug sie eine vollkommen andere Richtung, eine dunklere Richtung, für ihren nächsten Manga an. Noch im selben Jahr wurde das erste Kapitel von Inuyasha veröffentlicht. Die zeitreisende Schülerin Kagome und der Halbhunde-Dämon Inuyasha eroberten die Herzen der Fans mit einem Schlag. Besonders die kreativen Dämonen, die zumeist auf der japanischen Folklore basieren, waren extrem beliebt. In Japan konnte sich der Manga bis heute 45 Millionen Mal verkaufen. Von dem Jahr 2000 bis 2004 hat das Studio Sunrise den Manga als Anime adaptiert. 2009 wurden dann auch die letzten Kapitel in dem Final Arc als Anime umgesetzt. Nachdem sie Inuyasha 2008 beendet hatte, gönnte sie sich ein Jahr Pause. Mit Rinne folgte 2009 eine weitere Manga-Serie von ihr. Die Bände, die sich um ein Highschool-Mädchen drehten, die Geister sehen kann, blieb bei den Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurück. Gerade mal 3 Millionen Exemplare konnten sich in Japan verkaufen. Die gleichnamige Anime-Serie mit 75 Episoden hat es nicht nach Deutschland geschafft. Ihr neuestes und aktuell noch laufendes Werk heißt Mao und umfasst derzeit 4 Bände. Takahashi ist eine der wenigen weiblichen Mangaka, die in erster Linie das männliche Publikum ansprechen möchte, weswegen viele ihrer weiblichen Figuren ein gewisses Sex-Appeal an den Tag legen. Nichtsdestotrotz sprechen viele ihrer Geschichten auch das weibliche Publikum an und sind dort sehr beliebt. Mit ihren Werken diente sie auch vielen anderen Künstlern als Inspiration, unter anderem Brian Lee O'Malley, den Schöpfer von Scott Pilgrim. Ebenso hat sie das Herz am rechten Fleck. 2011 während des großen Erdbebens und Tsunami in Japan vereinigte sie sich mit vielen anderen Mangaka unter dem Motto Heroes Come Back und zeichnete ein neues Inuyasha-Kapitel, um Spenden für die Opfer zu sammeln. Neben ihrem aktuellen Werk Mao fungiert sie bei der Inuyasha-Fortsetzung Yashahime als Supervisor und bis heute kann sie auf viele Ehrungen und Preise zurückblicken. In einem Interview sagte sie mal, dass ihre Manga eine Sache sind, die Menschen lesen und genießen sollen und vielleicht dabei lachen. Das wäre schon genug für sie. Man sollte annehmen, dass in ihren Geschichten tiefere Botschaften versteckt sind. Und manchmal stimmt das. Aber sie schreibt keine Lektüren. Ein Thema, welches sich durch ihre ganzen Arbeiten zieht, ist, wie man andere Menschen um sich herum behandelt. Man sollte nett und freundlich zu anderen sein. Wenn man ihre Werke liest, soll man das starke Band zu seinen Freunden fühlen und dass man niemals grausam zu ihnen sein sollte. Wenn Menschen das aus ihrer Arbeit mitnehmen, wäre das für sie schön. Es würde sie glücklich machen. Wenn das so wäre, würde all ihre harte Arbeit und die Opfer, die sie über ihr ganzes Leben erbracht hat, einen Sinn ergeben. Moin Anime-Fans, ich bin Ferus und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like hier und falls ihr es noch nicht getan habt, auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein zukünftiges Video mehr von mir. Falls ihr nicht genug von Rumiko Takahashi bekommt, dann schaut doch auch in mein letztes Video von Yashahime rein, das findet ihr hier einmal verlinkt. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal auch schon wieder. Bis dahin sage ich Sayonara!